Oh. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir einen schnellen Snack. Mal wieder. Beziehungsweise endlich mal wieder. Und zwar machen wir heute Spicy Cheese Ham Puffs. Oder Hot Cheese Ham Puffs. Klingt total kompliziert. Ist aber was ganz Einfaches. Denn Puff Pastry ist nichts anderes als der englische Name für Blätterteig. Und aus Blätterteigkäse, einer ordentlichen scharfen Soße und wer möchte gerne ein bisschen Schinkenwürfel oder Bacon, entsteht ein richtig geiler Snack. Und wie schnell der geht und wie einfach der ist, das zeige ich euch wie immer. Da hinten, da unten, bei mir in der Küche. Für unsere Spicy Cheese Ham Puffs oder wahlweise, wenn wir den Ham, also Schinken, weglassen, nur Spicy Cheese Puffs, brauchen wir Spicy. Hier eine schöne scharfe Soße oder ein scharfes Pulver wie Scheiße scharf. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir brauchen Frischkäse, wir brauchen geriebene Mozzarella, wir brauchen Puff. Weil Puff Pastry heißt auf Englisch bzw. andersrum Blätterteig, daher auch der Name. Ja, und wie gesagt, Schinken. Ja, ein, zwei Schüsseln zum Mischen, ein Backofen, das war's auch schon. Kleine, schnelle, leckere Sauerei. Wir sind schon an der Kumme und jetzt kommt unser Frischkäse da rein. Zack. Ja, und jetzt beim Streukäse so ein bisschen nach Augenmaß. Da muss nicht die ganze Tüte rein. Und das Ganze jetzt erst einmal verrühren. Beziehungsweise ist es eigentlich mehr ein Vermanschen. Und jetzt scharfe Soße, eure lieblingsscharfe Soße. Bei mir ist das ganz klar diese Sriracha, wie auch immer es ausgesprochen wird. Und auch hier gilt, so viel wie ihr meint, dass ihr an Schärfe vertragen könnt. Und dann das Ganze wieder vermischen. Möglichst gleichmäßig, damit man auch überall die gleiche Schärfe hat. Weil sonst hat man den einen oder anderen Puff, der harmlos ist. Und beim anderen wünscht man sich die freiwillige Feuerwehr dazu. Deswegen einmal sauber und ordentlich arbeiten hier. Super. Wer Bock hat, kann sich jetzt in diese Mischung natürlich noch unsere Schinkenwürfel reinmachen. Oder zum Beispiel Thunfisch oder irgendwas anderes. Ich lasse die Masse so und gebe nachher zu den Puffs, wo ich halt Schinken dazu haben möchte, Schinken zu. Andere lasse ich so, für die Leute, die kein Fleisch haben wollen. Ja, und wer Bock hat, kann halt die mit Thunfisch ergänzen. Salami, deswegen die Masse so lassen. Und jetzt ran an den Blätterteig. Der Blätterteig, ausgerollt, der soll, bevor er verarbeitet wird, eben 10 Minuten aus dem Kühlschrank raus sein. Das ist er locker. Und jetzt, ja, es kommt immer darauf an, wie groß ihr eure Puffs haben wollt. Ich möchte die möglichst quadratisch haben, deswegen werde ich mir hier so einen Schnitt machen. Hier so ein Schnitt und hier so ein Schnitt. Naja, nicht ganz so gleichmäßig. Die letzten werden ein bisschen größer. So, auseinandergetrennt. Perfekt. Und jetzt legen wir in der Mitte dieses Stückchens Blätterteig ein bisschen von unserem Frischkäse. Drücken ein paar Schinken. Kartenschinkenwürfel drauf. Lassen die Seiten möglichst unberührt. Und jetzt einfach umklappen. Zack. 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 Und das Ganze gut verschließen. Dann hat man hier solche kleinen Puffs. Schön zumachen. Pakete. Wer Bock hat, macht Rollen draus. Bällchen geht auch. Super, ich mache die restlichen fertig. Im Hintergrund läuft der Backofen schon 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt werde ich meine Puffs hier oben noch so ein bisschen wässern. Einfach mit so einem Pinselchen, ein bisschen Wasser drauf. Könnt ihr übrigens auch genauso gut mit den Handflächen machen. Aber wenn ich schon so einen Pinsel habe, dann nutze ich ihn auch. Ne? So einmal drüber. Wer das Ganze mit Eigelb macht oder Eiklar, der erreicht natürlich noch mehr Bräune, aber das will ich gar nicht.
So. Ach, die komische Aufteilung kommt übrigens mit Fleisch, ohne Fleisch. Nur falls Sie sich fragen, was, falls du dich fragst. Mensch, wer sich die Frage stellt, warum hat er die so komisch angeordnet? Oh, heute ist aber auch der Haken drin in meinem Deutsch, doch. Und jetzt rein mit den Jungs in den Backofen, mittlere Schiene. Die Verpackung sagt 12 bis 15 Minuten. Ich bin mal gespannt. Nach der Hälfte der Zeit, also bei mir jetzt roundabout, das wollte ich ja nicht mehr sagen, ne? Nach etwa 6 Minuten hole ich mir das einmal so halb raus und sprenkel meine Puffs mit so ein bisschen Restkäse, den wir noch haben. Das müsste nicht sein, sieht aber geiler aus. Ein bisschen drauf lassen hier. Die Scheibe hier schnell sauber machen, sonst gibt es Ärger. Rein und nochmal 6 bis 8 Minuten Vollgas. Nach 12 Minuten habe ich jetzt entschieden, das reicht. Ja, perfekt. Exemplarisch mal so 3 davon. Mehr haben jetzt nicht auf den Teller gepasst. Aber guckt euch das an hier. Na, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Aber all die Laberei, ja, die nützt gar nichts, wenn man sich da nicht mal so einen hier zur Seite nimmt. Und dann mal schau hier. Ah, Achtung. Uiuiuiui. Cheese. Ham. Und das Ganze noch in Spicy. Mega. Puff, puff, die Puff. Die Puff, puff. Da sind sie. Und hier ist auch der angeschnittene von gerade eben hier. Und er ist jetzt schon ein bisschen ausgekühlt. Ich bin ehrlich. Es dauert ja mal bis ein Foto gemacht wurde, bis die Kamera umgestellt ist. Aber freue ich mich drauf. Mega geil. Ihr könnt ihn natürlich in der Größe machen. Ganz kleine. Ja, da habt ihr mehr davon. Eine riesige. Dann viel Spaß beim Aufessen. So ein Snack. Schön auf einer Party, auf dem Buffet oder abends zum Film, zum Fußball. Geil. Müsst ihr nachmachen. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Mh, echt klar. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir mal eine Hustepause. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir einen... Erstmal die Jacke vernünftig. Alter, furchtbar heute. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.